So, moin Leute, willkommen zum allerersten Foodporn in einer neuen Küche. Das ist leider nicht meine Küche, sondern die habe ich nur mal zur Verfügung gestellt bekommen. Heute gibt es als erstes Gericht mittelalterliche Rahmfladen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Ach ja, endlich wieder Foodporn, Leute. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Für die Rahmfladen brauchen wir Mehl, lauwarmes Wasser, Hefe, Lauchzwiebeln und Speckwürfel. Sowie Creme Fraiche. Hier haben wir die Kräutervariante. Dann löst ihr als nächstes die Hefe im Wasser auf. Könnt ihr gerne frische oder Pulverhefe nehmen, ganz wie ihr wollt. Das Mehl kommt in eine Schüssel. Übrigens die ganzen Angaben, wie viel ihr braucht von etwas, das findet ihr am Ende alles auf der Infotafel, bevor jemand fragt. Zum Mehl noch eine Prise Salz. Dazu dann die Hefe. Das Ganze verarbeitet ihr zu einem Hefeteig. Der Trick hierbei ist, wenn der Teig zu trocken ist, noch etwas Flüssigkeit hinzu und wenn er zu matschig ist oder zu sehr klebt, einfach noch etwas Mehl dazu. Das Ganze dann ruhig stellen, mit einem Handtuch abdecken am besten und ihr seht, wie schön der jetzt aufgegangen ist. Diesen Teig dann zu Bällchen formen, am besten mit etwas Mehl auf den Händen und auf dem Backblech verteilen. Ihr könnt so viel machen, wie ihr wollt, ich habe jetzt 4 genommen, das passt da am besten. Dazu dann die Creme Fraiche. Schön verteilen. Und die Speckwürfel drauf. Oder ihr könnt auch Schinkenwürfel nehmen. Auch das ist wieder eure Wahl. Ich habe jetzt, glaube ich, hier Schinkenwürfel. Ja, es müssten Schinkenwürfel sein. Das Ganze dann bei 200 Grad Umluft in den Backofen. So, etwa 20 Minuten solltet ihr das drin lassen, bis es eine goldbraune Farbe angenommen hat. Hier habe ich es, glaube ich, ein bisschen zu lang drin gelassen. Ist auch nicht mein Herd, ich kenne mich nicht gut damit aus. Aber ihr seht, die Dinger haben eine schöne Farbe angenommen. Und zu guter Letzt schnibbelt ihr die Lauchzwiebeln. Die Köpfe könnt ihr ruhig abschneiden, großzügig. Ich nehme immer das Grüne, das ist einfach kräftiger. Diese dann alle schön zerteilen und auf die Fladen geben. Am besten noch, wenn sie heiß sind und dann sofort servieren. Die schmecken super gut und eignen sich hervorragend als Vorspeise. Ihr könnt auch dunkles Mehl nehmen. Eigentlich soll man Mehl und Roggenmehl in einer 2/3 zu 1/3 Variante. Aber ja, viel Spaß beim Nachkochen, Leute. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr noch hier auf der Infotafel. Und falls ihr noch Rezeptideen habt, immer daher damit und das Video. Ich freue mich immer sehr auf neue Inspirationen. Danke, das war's. Der erste Foodporn auf dem großen Hauptkanal, wenn man so will. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Kommt jetzt übrigens immer mittwochs.